Hallo alle miteinander, heute stelle ich euch eine etwas ungewöhnliche Puppe vor, und zwar eine von LOL Surprise, OMG. Wie ihr sehen könnt, ist das die Verpackung, die kann man, das ist wie so ein Erlebnis, das man dann öffnet. Und auf der Hinterseite sind dann noch ein paar Bilder von der Puppe. Ich habe die Uptown Girl, dann gibt es dann noch Downtown Bibi und 24K DJ. Ich persönlich fand Uptown Girl aus dieser Serie am schönsten, deswegen habe ich mich auch für sie entschieden. Dann werde ich sie gleich auspacken und ja, bis gleich. Natürlich werden wir die Puppe auch gemeinsam auspacken. Zwar kann man die hier so dran ziehen. Dann kommt da so ein Bild von ihr. Dann steht noch so ein paar Informationen über sie. Und hier kann man schon sehen, dass hier so viele coole Sachen drin sind. Ja, kann man das ganz aus? Ich weiß nicht. Ah, cool, die kann man jetzt mal. Ja, so interessant das. Ah, jetzt habe ich es. Hier ist sie ja schon. Total cool. Genau, dann kann man sie so öffnen. Und dann sieht man, hat hier sogar so ein bisschen Unterwäsche an. Puppenständer ist auch noch dabei. Ein Kamm und. Ja. Vieles, vieles mehr. Und ihre ganze Kleidung ist hier drin. Genau. Dann packe ich das mal auseinander und dann schauen wir es uns genauer an. Ich habe jetzt mal alles ausgepackt. Hier kann man sehen, das ist so ein Puppenständer. Da unten befindet sich auch die Halterung. Und das Coole ist, man kann dieses Ding hier draufstecken. Dann kann man das hier so runterschieben und dann ist es sozusagen auch wie so ein kleines Regal. Kann man eine Tasche draufstellen und das hier schön hinstellen. Auch eine coole Idee. Als nächstes haben wir hier so ein, ich denke, das ist mal ein Schuhkarton. Ne, ist kein Schuhkarton. Auf jeden Fall was drin. Schauen wir mal. Ah, eine Brille für sie. Cool. Und dazu noch ein Gürtel mit so einer kleinen Tasche. Sieht ein bisschen aus wie von Chanel. Cool. Dann hier denke ich mal, sind die Schuhe auch in so einem Art, in so einem Seidenpapier eingewickelt. Auch echt schicke Schuhe. Und jetzt das andere Fach. Dann gibt es dazu noch eine Bürste. Und hier sind die Klamotten. Ich denke, die kann man auch so herausnehmen, dass man sie nicht zerreißen muss. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Hier runterdrücken. Das ist jetzt hier drin. Dann kann man das so schön rausnehmen, ohne eventuell die Verpackung zu machen. Dann haben wir schon das erste Teil, und zwar ein Rock. Der hat sogar Klettverschluss hier. Und das ist so eine Art Tweed. Finde ich sehr hochwertig. Cool, dass sie das machen. Den können wir auch gleich anziehen. Dazu ist auch so eine kleine Unterhose drunter. Passt ein bisschen knapp mit dem Anziehen, aber es passt trotzdem. Genau, sie hat eine Strumpfhose an und mit so, ja, so einer Art Strumpfhose, Unterhose. Ich weiß nicht, oh, die sind separat, das ist ja cool, denke ich mal. Dazu hat sie noch so ein weißes Oberteil an, das ist auch separat mit Knopfdetails, einer kleinen Schleife. Und hinten ist auch Klettverschluss. Dazu hat sie noch Socken, die kann man auch an und ausziehen, finde ich sehr cool. Ziehe ich auch schon gleich mal die Schuhe an. Passen kann man relativ gut reinmachen. Dann den anderen Schuh mit verschiedenen Leder, schwarzen Details und so einer Schnalle.
Ah, Heimtier. Ja, so. Das ist schon mal der Anfang ihres Outfits. Schauen wir uns gleich das nächste Teil an. Auch vorsichtig. Rein damit. Ja, und das ist schon die zweite Sache. Und zwar so eine schöne Tweedjacke. Und das Coole ist, in den Anleitungen die für den Puppenständer stand auch, dass man die Hände so rauspoppen kann, aber hier oben sollte man anfassen. Finde ich eine gute Idee. Das macht dann das Anziehen leichter und man muss da nicht unnötig die Sachen beschädigen. Vor allem, wie man ja sehen kann, hat die auch so spitze Fingernägel mit blauen Fingernägel. Auch ein cooles Detail. Ziehen wir die mal kurz ein bisschen an. Ja, vor laufender Kamera ist Anziehen manchmal echt schwer, aber schon haben wir es geschafft. Und dann stecken wir mal die Hände wieder zurück. Ja, so, das ist die Puppe in ihrem vollen Outfit. Zeige ich euch mal, wie das mit dem Puppenständer ist. Den kann man nämlich, diese Ablage kann man dann nämlich abnehmen und dann hier den Puppenständer rein. Dann kann man sie hier so ein bisschen festmachen. Reinstecken und dann steht sie schon hier. Sehr cool. Dann haben wir noch eine. Achso, und zu den Klamotten gibt es dazu noch diese coolen Hänger. Dann kann man sowohl das ganze Outfit als auch natürlich die jeweiligen Teile dranhängen. Finde ich auch sehr cool. Und hier ist natürlich ihre riesengroße Sonnenbrille mit einer weißen Verzierung, so perlenartig. Ziehen wir dann auch mal gleich schon mal an. So sieht es aus. Und dazu hat sie noch einen Gürtel mit so einer Öffnung. Das macht das Anziehen natürlich dann einfacher. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so eine kleine Überraschung. Das öffne ich dann mal. Und was haben wir hier? Ah, so eine coole Handtasche. Sieht ein bisschen aus wie Karl Lagerfeld. Und da ist auch so eine Öffnung, dann kann man da was reintun. Und dann kann sie die Tasche auch tragen. Ich denke, das war's dann mal. Hier ist so Papiermüll. Genau, dazu gibt es noch diesen Karton. Könnte man auch einen Hut rein, den Schuhkarton, Bürste. Ja, das finden wir dann alles. Ja, und zu der Verpackung, wie man hier hinten sehen kann, ist das sowas wie ein Spiegel. Hier ist so ein Spiegel und sieht dann aus wie so eine kleine Umkleidekabine. Dann kann man sogar die Verpackung zum Spielen verwenden. Puppe kann man entweder hier oder auch da reinstellen. Und dann auch alles zusammenpacken, finde ich auch sehr cool. Und schauen wir uns mal die ganzen Details an. Sie trägt diese coole große Brille. Sie hat sehr dünne Strichaugenbrauen, blaues Augen-Make-up, blaue Augen. Und ich finde, es ist auch sehr gut gesprüht, das Make-up. Und ihre Haare sind zu so einem Bob geformt in Pink. Sie selbst hat viele coole Details wie Knöpfe oder auch der Stoff. Es wirkt sehr edel. Da hat sie noch eine Strumpfhose und alles ist natürlich separat. Eine Unterhose trägt sie auch noch. Im Großen und Ganzen finde ich, das ist eine coole Puppe. Und aus der Serie von LOL OMG gefällt mir diese auch
am meisten, weil ich pers also mir persönlich gefallen die Designs von LOL, aber im Genie so wirklich, ich finde, die sehen einfach nicht sehr gut aus, aber diese hier gefällt mir sehr, weil sie einfach sehr elegant aussieht. Was man von den meisten anderen Puppen eigentlich behaupten kann, was ich auch sehr gut finde, ist natürlich die Qualität. Es gibt sehr viele Details, unterschiedlicher Stoff und auch hier in diesem Fall sogar Tweed, und das finde ich sehr gut, dass einfach die Liebe zum Detail, auf die Liebe zum Detail geachtet wird. Ja, und die ist auch gut bemalt. Und zur Beweglichkeit, sie hat hier am Handgelenk, kann man sie bewegen, am Ellbogen, hier in der Schulter. Der Kopf geht nur von Seite zu Seite. Dann hat sie noch an der Hüfte hier, kann man sie bewegen. Und das Bein ist knickbar. Ein bisschen schwer, aber man sieht es. Es ist knickbar. Wieder zurück. Ja. Also im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe die Puppe auch nur für weniger als 20 Euro gekauft. Also auch für einen super Preis. Normalerweise kosten die 35 Euro, was auch in Ordnung ist, aber dennoch sehr teuer. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich zeige euch dann gleich noch, ob man die Klamotten vielleicht auch an einer Barbie-Puppe, auch einer Barbie-Puppe anziehen kann. Wir werden sehen. Hallo alle miteinander, ich habe jetzt an meinen Barbie-Puppen und auch an einer anderen Puppe mal versucht, die Sachen anzuprobieren. Bei der Barbie haben leider nur die Schuhe gepasst, beziehungsweise die Unterhose und natürlich noch dieses Halsband, was sie anhatte. Das hier, so, also das Halsband, diese Schleife, dann noch der Gürtel und die Socken und die Schuhe haben hier auch gepasst. Ja, und ich habe es natürlich auch nicht nur in der Petite Barbie ausprobiert, sondern auch natürlich an einer etwas größeren Barbie, zumindest was die Schuhe angeht, weil die größere Füße hat. Da haben die Schuhe wenigstens gepasst, aber im Großen und Ganzen haben die Klamotten der Barbie überhaupt nicht gepasst. Habe ich überlegt, was habe ich denn noch für Puppen bei mir, denen die Klamotten passen könnten, und habe ich mich einfach für eine Harry Potter Puppe entschieden, und zwar die, wie heißt die, Cho Chang. Genau, und ihr passen die Klamotten tatsächlich sogar sehr gut. Also wie angegossen, sogar die Schuhe passen ihr. Klar, die Füße sind ein bisschen zu groß, die stehen dann ab, aber an sich passt so gut wie alles, abgesehen von der Strumpfhose. Finde ich sehr cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es passt, und man kann auch bei dieser Puppe kann man auch die Hände entfernen, das geht auch, dann ist das Anziehen ein bisschen einfacher. Ja, also falls eure Kinder für eure Harry Potter Puppe etwas zum Anziehen suchen, ja, dann findet ihr vielleicht was bei LOL Surprise. OMG. Ich wollte aber noch was zu der anderen Puppe sagen, und zwar, das ist sie nackt, und man kann hier sehen, sie hat sogar Brustwarzen bzw. Nippel. Also ich finde, das muss jetzt nicht unbedingt sein für eine Puppe, aber okay. Dann, sie hat auch sehr spitze Fingernägel und ihre Haare, also ich finde, die sind jetzt alle sehr geklebt und Qualität ist in Ordnung, also die sind weich, aber in Ordnung. Also ich finde es jetzt nicht die beste Haarqualität. Aber im Großen und Ganzen eigentlich eine sehr gute Puppe. Oh, jetzt ist sie runtergefallen. Wie schlimm. Genau. Genau, also im Großen und Ganzen finde ich, das ist eine echt coole Puppe. Aus der LOL-Serie ist es tatsächlich sogar meine Lieblingspuppe, einfach weil sie so klassisch aussieht und so. Also die Klamotten sind tragbar. Und das finde ich jetzt beim anderen LOL OMG-Puppen nicht der Fall. Die Klamotten sind einfach nicht tragbar. Ich finde, man kann die nur für dieses eine Outfit, sieht es gut aus, aber irgendwie so alles miteinander mischen und kombinieren, das ist dann irgendwie nicht so möglich. Ja, und das war es dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und frohes Neues auch noch. Tschüss! Hallo, willkommen zurück. Das Video ist noch nicht zu Ende. Denn mir ist was aufgefallen, zwar die Puppe hat hier zwei Spangen in den Haaren. Ich dachte, die fehlen, ist irgendwas passiert, aber ich habe sie gefunden, und zwar, die waren ganz versteckt in diesem Karton, in diesem Papier drin. Und was man sehen kann, ist natürlich, dass da eben zwei Spangen sind. Da steht einmal Yes drauf.
Dann noch eine andere Spange mit Queen. Und ein paar Ohrringe. So Perlenohrringe mit einer Schleife dran. Und die kann man der Puppe hier dann auch dran machen an die Ohren. Ich mache das mal kurz. Ah, das ist schwierig. So, dann sind die hier dran bei ihr. Sieht auf jeden Fall echt schön aus. Und dann habe ich gedacht, das kann man doch bestimmt noch an einer anderen Puppe. Siehe da, bei der Puppe von Harry Potter geht das sogar. Man kann den Ohrring abmachen und beides dran machen. Das sieht sogar sehr gut aus. Einmal. Und dann noch auf der anderen Seite. Zweimal. Moment, ich hab's gleich. Genau. Sieht echt schön aus. Und noch was. Da ist ja noch dieses kleine Zeitschrift dabei. Fashion BB Magazine. Mit dem Jahr vor 20, ich glaube, das Jahr, in dem die sogar rausgekommen ist. Cooles Detail. Und da drin ist sogar mein Sternzeichen. Und zwar, ich bin eine Waage Libra. Genau, voll cool. Coole Details. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt wiederhole ich mich nochmal. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.